ein neuer Tag in der Schule. Was erwartet mich wohl heute wieder? Wieder irgendein blöder Streich? Morgen, Hanna. Du siehst irgendwie gar nicht gut aus. Bedrückt dich was? Ich habe das Frühstück schon vorbereitet. Ach, danke, Mama. Ja, irgendwie ist es nicht so toll in der neuen Schule, wie ich dachte. Nicht? Du hast dich doch aber so auf die Schule gefreut. Was ist denn, Hanna? Erzähl mal. Ach, ich weiß nicht. Also, da ist wieder diese Ronja, die auch bei mir in der Grundschule schon war. Und die hat mich doch auch in der Grundschule schon immer geärgert. Und irgendwie ist die jetzt wieder ziemlich nervig geworden. Wie wär's denn, wenn ich mal mit den Lehrern sprechen würde? Würde dir das weiterhelfen? Wie wär's denn, wenn ich mal einen Termin beim Schulleiter machen würde? Oder vielleicht dich einfach auf deinem Schulweg begleite? Nee, auf gar keinen Fall, Mama. Ich klär das schon alleine. Also, ich schaff das schon. Und ich muss jetzt auch los. Tschüss dann. Wir sehen uns später. Oh Mann, Mama soll doch nicht mitkommen. Das wird doch nur noch peinlicher. Oh ja, irgendwas belastet Hanna wirklich. Ich denke, ich werde sie trotzdem begleiten. Ich muss das ja nicht so auffällig machen. Dann muss ich vielleicht mal die Claudia Vogel an die Fersen von Hanna Vogel hängen. Ich fühle mich wie eine Spionin. Wo sind denn meine Freundinnen? Ich sehe gar nicht Pia und die anderen auch alle nicht. Vielleicht sind die schon nach oben gegangen in den Klassenraum. Also, ich kann sie hier überall nicht sehen. Oder vielleicht sind sie schon am Fahrstuhl. Die fahren doch immer mit Becky zusammen mit dem Fahrstuhl hoch. Oh, Hanna, jetzt treffe ich dich hier ganz zufällig. Ich wollte dir noch was sagen. Was willst du mir denn sagen? Was ist denn los? Gibt's wieder irgendwo Fotos von mir oder so? Nein, also ich habe gerade auf den Vertretungsplan geschaut und wir haben heute in einem anderen Raum, also dieser Raum, der neben unserem Klassenraum ist. Der Unterricht findet heute dort statt. Also du weißt schon, durch unseren Klassenraum durch und dann ist doch da noch so ein Raum. Also da ist der Unterricht heute. Ah, okay, alles klar. Danke fürs Bescheid sagen. Ich gehe dann schon mal hoch. Wahrscheinlich sind meine Freundinnen auch schon da oben. Ja, ich komme auch gleich. Ich muss noch kurz auf Toilette. Komisch, warum haben wir wohl heute in einem anderen Klassenraum? Aber naja, ist ja egal. Ist ja auch spannend, in einen anderen Raum reinzugehen. Da ist ja auch meine neue Gehilfin. Ich glaube, sie hat das gut geregelt. Ronja, also Hanna Vogel hat's mir voll abgekauft mit dem Klassenraum. Sehr gut, du wirst doch eine richtig gute Assistentin von mir. Also Leute wie dich kann ich auf jeden Fall gebrauchen in meinem Team. Oh, danke, Ronja. Tatsächlich, es ist noch niemand im Klassenraum. Dann gehe ich mal weiter, dann haben wir wohl wirklich hinten im anderen Raum. Obwohl Pia schon da ist? Also ich habe Hanna noch gar nicht gesehen. Und eigentlich wollte ich ja mit dem Fahrstuhl hochfahren mit euch, aber der geht irgendwie gar nicht. Hier ist eine Absperrung. Also das finde ich jetzt richtig komisch, weil die wissen doch, dass du mit dem Fahrstuhl fahren musst. Warum sperren die denn ab? Wie sollst du denn jetzt in den Klassenraum kommen? Da werde ich mich mal erkundigen. Frau Lieb weiß sicher Bescheid, was jetzt los ist. Ah, das ist ja der andere Raum. Aber es ist noch keiner da. Ich kann mir also freien Platz aussuchen. Klasse. Boah, dieser Raum ist so cool. Hier gibt's richtig tolle Sachen. Eine Krone von einem König und ganz interessante Bücher. Was war das denn für ein Geräusch? Ist die Tür gerade zugefallen? Hey, das gibt es doch nicht. Ich bin hier drin. Nicht abschließen. Oh Mann, Hanna ist echt voll drauf reingefallen. Die kann da schön für ewig drin bleiben. Richtig versauern. So, die Tür ist zu. Und so leicht kommt sie mir da nicht mehr raus. Pff. Hallo, Hilfe, ich wurde eingesperrt. Hier ist jemand drin. Machen Sie doch bitte die Tür auf. Oh Mann, die rafft echt gar nichts. Die hat überhaupt nicht verstanden, dass sie nicht aus Versehen da eingesperrt ist. Das war ich natürlich. Vielleicht ist da unten jemand auf dem Schulhof, der mich hört. Hallo? Oh Mann, die gucken alle überhaupt nicht. Hallo, na, kann ich dir weiterhelfen? Ja, vielleicht können Sie das wirklich, weil der Fahrstuhl ist, der ist irgendwie außer Betrieb und meine Freundin, die fährt Rollstuhl und damit müssten wir jetzt hochfahren in den Klassenraum, aber das geht nicht. Ich glaube, der ist kaputt. Also ich finde das äußerst merkwürdig. Der Fahrstuhl, der ist nicht kaputt, das würde ich wissen, das hätte mir der Hausmeister gesagt. Keine Ahnung, was das hier für Pylonen sind. Ich nehme die mal weg. Also das muss ich jetzt wirklich mal mit dem Hausmeister besprechen. Ist das wieder nur irgendein Streich von den Kindern? Ach. Oh, das hat total lange gedauert. Jetzt kommen wir bestimmt zu spät zum Unterricht, das wird Ärger geben. Oh, noch ein bisschen Blumen einschnüffeln und dann kannst du losgehen mit dem Unterricht. Hä? Es sind ja noch total wenig Schüler da. Wo sind ihr denn alle? Und warum steht denn da hinten so ein Tisch? Was ist denn damit los? War das einer von euch? Was soll das denn alles? Also ich habe wirklich keine Ahnung, was dieser Tisch da soll. Von mir aus können sie ruhig alle Tische wegschmeißen. Die sind so abgewohnt und ekelhaft. Also, weiß jemand, wo die Schüler hier sind? Also, es kann doch nicht sein, dass auf einmal hier 4, 5 Schüler krank sind. Also, von mir aus können die Schüler ruhig wegbleiben. Ich meine, je kleiner die Klasse, desto besser können wir lernen. Frau Blume, ich kann Ihnen helfen. Ich weiß, was hier vor sich geht. Also, vorhin, da war hier der Hausmeister und der hat diesen Tisch hier aussortiert, weil der ist irgendwie kaputt und der soll hier stehen bleiben, weil der Hausmeister holt ihn später ab. Also, genau hier. Und diese ganzen anderen Schüler, die fehlen? Ich habe gehört, die wollen schwänzen. Ja, die kommen heute nicht mehr zum Unterricht.
Ja, genau, das habe ich auch gehört. Die haben alle gesagt, wir gehen da heute nicht hin. Wir finden Frau Blume richtig blöd. Ja, genau so. Die können sie alle nicht leiden und dann kommen sie auch nicht zu ihrem Unterricht. So ist es. Oh Mann, wir sind sowas von zu spät. Naja, schnell auf die Plätze. Los, los, los. Aha, das sind dann wohl die Schüler, die mich blöd finden und meinen Unterricht schwänzen wollten? Ah, habt ihr es euch doch anders überlegt? Frau Blume, nein, wir wollten nicht schwänzen, weil wir sind zu spät, weil der Fahrstuhl nicht ging und wir wollen ja Becky begleiten. Aha, jetzt also faule Ausreden. Ab auf eure Plätze. Also, sowas habe ich ja noch nie erlebt. Oh Mann, die ist total sauer. Oh ja, total. Hoffentlich gibt's nicht noch mehr Ärger. Hm. Naja, wenn jetzt fast alle Schüler da sind, also Moment, eine fehlt glaube ich immer noch, aber vielleicht ist sie krank. Aber dann besprechen wir jetzt die Hausaufgaben. Und junge Dame, du beginnst. Ich glaube, ich habe meine Hausaufgaben unten in meinem Schließfach gelassen, in der ganzen Eile. Es tut mir leid, aber ich kann ruhig nochmal nach unten. Erst zu spät kommen und dann auch noch nicht die Hausaufgaben haben, also dafür haben wir jetzt keine Zeit. Oh Mann, was soll das alles heute? Oh, Frau Blume, beruhig dich, beruhig dich, beruhig dich. Ein bisschen an der Blume riechen, jetzt nicht ausrasten. Also, mir reicht's mit euch. Ihr nehmt euch jetzt alle hier ein Buch und macht Aufgabe 20 auf Seite 10. So lasse ich nicht mit mir umgehen. Also, sowas habe ich ja echt noch nie erlebt in der 5. Klasse und direkt so frech alle. Also, das verstehe ich jetzt nun gar nicht. Wir sollen jetzt alle eine Aufgabe machen, aber warum werden wir denn alle bestraft? Ich habe damit gar nichts zu tun. Tja, da haben wir jetzt wohl alle Pech gehabt. Und die Aufgabe machen wir bis zum Ende der Stunde. Und hier wird jetzt kein Wort mehr geredet. Mucksmäuschen, still alles hier. Ruhe. Hallo, ich bin Claudia Vogel. Ich bin die Mutter von Hanna. Und ich habe die Befürchtung, dass meine Tochter hier in der Schule gemobbt wird. Gemobbt? Wirklich an dieser Schule? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Kinder sind doch alle so lieb und brav. Ja, das denkt man vielleicht von Kindern manchmal auf den ersten Blick, aber meine Tochter hat mir wirklich schon einige Sachen erzählt und die sind nicht ohne. Also Frau Vogel, sowas dulden wir hier nicht an der Schule. Wir werden jetzt direkt mal mit der Englischlehrerin reden. Die Stunde ist jetzt vorbei, vielleicht weiß sie mehr. Frau Blume, eine Frage. Haben Sie was von Mobbing hier in Ihrer Klasse miterlebt? Und wie? Also, ich wurde heute total gemobbt. Die Schüler kamen zu spät, die haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht und angeblich haben die auch noch gesagt, dass sie mich nicht leiden können. Also, sowas ist ja wohl unmöglich. Oh je, jetzt wird sogar die Lehrerin selbst gemobbt. Aber wo ist eigentlich Hanna? Das ist doch hier Hannas Klasse. Hanna? Hm, also da ist Pia. Das muss Becky sein, von der Hanna erzählt hat. Da hinten ist Tessa. Na, das ist doch Hannas Klasse. Hallo Frau Vogel. Sagen Sie mal, wo ist eigentlich Hanna? Ist sie heute krank? Ist Hanna krank? Nein, ich habe doch gesehen, wie sie zur Schule gegangen ist. Wie, ihr wisst auch nicht, wo sie ist? Oh Mann, jetzt bin ich schon eine komplette Stunde hier im Raum und keiner lässt mich raus. Hört mich denn niemand? Hallo? Also irgendwas ist hier wirklich faul. Und habe ich hier gerade Hannas Stimme gehört? Hanna? Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es von Hallo? Da kommt. Hallo! Hanna! Also das kann jetzt wirklich nicht sein, oder? Ist Hanna hier eingesperrt? Hanna! Oh Mama, ich war eingesperrt! Warum denn? Hat dich die Lehrerin nicht. Da eingesperrt? Ich weiß es nicht. Die Lehrerin? Ich würde nie einen Schüler einsperren. Und was machst du denn da alleine in dem Klassenraum? Hanna, da bist du ja. Warst du jetzt wirklich die ganze Stunde da in dem Raum? Ich dachte, du seist krank. Oh, eine Schülerin wurde eine hier Schülerin eingesperrt? Also, wirklich komisch. Wie kann das sein? Hm. Also, entweder war das ein Versehen, was ich irgendwie nicht glaube, oder es ist wirklich hier Mobbing an der Schule. Furchtbar!